Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. So, ich wollte mit euch nochmal zusammenmessen. Ich habe jetzt einfach mal beide BMFs über Nacht dran gelassen. Und wenn wir jetzt mal die Spannung messen, sind die schon ein bisschen lustig. 15,4 bei der Nummer 7. Und gucken wir mal bei der Nummer 8 beim Induktionsrempf. 15,8, Jungs. Und da geht immer noch. Ein Ampere, keine Ahnung. Oh, die ist aber minimal warm, Männers. Die ist kalt. Die ist minimal warm. Und Wärme bedeutet ja, dass sie voll ist. Das ist ja interessant. Ja, also ich würde sagen, ne, das ist jetzt 15,8. Also. Also ist auch ein bisschen warm, obwohl er jetzt schon über einen Tag dran ist. Ne? Ja, ich würde sagen, 15,8, das ist schon ganz schön krass. Und sie wird auch warm, also sagen wir mal, die ist voll. Ne? Wir haben ja dann sehen beim Entladetest, was es gebracht hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne, wenn der hier das sogar schafft, die ein bisschen warm zu machen. Also wir reden hier nur minimal handwarm. Ne? Ich merke es halt einen Unterschied zwischen der und der. Die ist ja jetzt noch kalt, das heißt ja, dass die noch gar nicht voll ist. So. Nach den neuesten Erkenntnissen. Und ihr habt ja jetzt anhand der Spannung das auch gesehen, ne? Das ist ja übel, Digga. Tja, sollen wir da jetzt bis 15,6? Wisst ihr was? Ich probiere das einfach mal. Ich bin ja hier oben mit der Spannung gewesen, ein bisschen weiter unten. Aber die Ampere fallen noch. Ne? Also ergänzt sich noch der Akku. Naja, ich kann ja mit dem Entladetest machen. Und ja, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen ruhen, dass unseren Wert nicht ganz so verfälscht haben wir ja. Obwohl es eh sinnlos ist, der Wert, ne? Und dann mach ich mal einen Ladetest und ich bin gespannt. Ich denke, hier kommt jetzt wesentlich mehr raus. Krass, ne, dass man da 15. Das ist ja Wahnsinn, ne? Klar. Oh, ein weiterer Kandidat ist eingetroffen. Ich hätte ja fast gesagt, schon. Fast schon zu spät, aber nee, ist noch im Rahmen. Ach, ich mach mal auf. Und zwar, mal gucken, ich sag mal noch nicht, von wem er ist. Vielleicht erkennen wir es ja anhand des REMFs. Ja, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Hä? Was sagt ihr? Ja, moin. Wartet mal, den muss ich mal ja vorsichtig rausholen. Mit einer Hand wird das, glaube ich, nicht. Meine Herren, das ist doch ganz schön schwer, du. Das sah auf dem Video nicht so schwer aus, Thorsten. Ja, und zwar natürlich, wie ihr seht, 5 Segelohren, die treuen Zuschauer von ihm oder auch von mir, die ihn schauen, werden das wahrscheinlich im letzten Video mitgesehen haben. Oh, das ist ja hier der neue Produktion. Das Ding ist übel schwer, Alter. Was ist denn da drinne? Reaktor verbaut, was ich wieder mal die Kabel rausfummeln. So, dann gucken wir mal an. Moment, so rum. Okay. Haben wir schon mal schön mit Klemmen hier. Oh, na gut, viel sehen wir nicht. Ey, aber da muss der Trafo drin sein hier, du. Man sieht eigentlich gar nichts, ne? Ich wollte jetzt mal hier ein bisschen. Dass man vielleicht einen Transistor oder irgendwas. Nö, man sieht gar nicht. Hier ist wohl ein Potty. Das lasse ich aber so. Ich denke mal, da muss ich nicht dran rumwehren. Ja, neuer Kandidat ist da, Männers. Gleich mit. Diesmal mit 230 Volt. Gleich. Ja, so wie. Ja, ich freue mich. Vielen lieben Dank, Thorsten, auf jeden Fall schon mal für die Einsendung. Und ja, da suche ich mir eine Battery raus. Und mal gucken, wie viel Strom der dann liefert. Scheiße, da habe ich in deinem Video nicht genau zugehört, ne? Probier es einfach aus, ne? Ich sehe ja, wie viel Strom. Und tja, nur eine Batterie dann, den nächsten Kandidaten raussuchen. Ne? Hier läuft ja noch der Ladetest. Wir sind schon auf 360 mA gefallen. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ne? Wie die Rakete abgeht. Ich mach's aber jetzt so, Männers. Ich habe ja jetzt 2 am Laufen, mehr wie 2 wird nicht, weil mir dann auch mein PV ausgeht. Ne? Also ich musste jetzt schon einen Tag aussetzen, weil ich habe durch das ganze Batterieladen und so, habe ich meinen großen Akku
gut runtergerockt. Ne? Ich habe nicht oft gepasst. Normal hat das immer hingehauen und so. Ich meine, für euch geht's, ihr werdet es nicht merken in der Videoreihe. Zum Glück habe ich das einmal pro Woche gemacht. Da kann ich das noch ein bisschen ausgleichen. Aber wenn das Wetter jetzt, wenn ich sag mal 3-4 Tage schlechtes Wetter ist, kann ich nicht 2 Batterien noch mal voll krachen, weil ich brauche ja so selber auch noch Strom. Na gut, wenn ich rumheulen. Also kann sein, dass manchmal die Freitagsfolge ein bisschen weniger wird, weil ich einfach nicht weiterkomme, ne? Weil es einfach ein bisschen langsamer geht. Jetzt warte ich ja auch wieder, bis das voll ist und naja, gut. Ich sag mal bis später. So, wir müssen jetzt hier noch mal gucken. Nummer 8. 43 Wattstunden mit dem Siedeckladegerät. Und jetzt aktuell sind wir ja hier mit dem Induktionsrempf vom Johannes am Start vom VIP. Fast ein halbes KW. Wir sind bei 11,8. Und da blinkt er. Da ist alles. Wo sind wir? 579 Wattstunden. Guckt euch das an. Ja, moin. Ich habe jetzt gleich mal den, weil ich ja die Spannung ein bisschen hochgedreht hatte, habe ich jetzt mal in MikeTech nochmal und die Nummer 4 nochmal und gehen auch nochmal mit ein bisschen mehr Spannung ran. Aber 579 ist schon mal eine Hausnummer, ne? 579 angefangen, 43, ne? Hier C-Tech. Und nach einem Durchgang 579. Ja, ich kann pennen gehen. Erstmal Licht einschalten. Ach, ich bin schon gut im Arsch, Männers. Und zwar, wir haben die Nummer 7. Ich gucke jetzt mal, ich bin echt total durch. Ja, Nummer 7. Und es hat abgeschalten bei 498 Wattstunden. Das war Günther Rempf, ne? Die 7. Genau. Günther Rempf. Ja, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber für AGM geht er richtig gut. Da habe ich jetzt mit Johannes mal gequatscht und ich denke mal, ich werde die zwei versuchen, dann nochmal an Säure zu testen. Ob die an Säure auch so gut gehen, ne? Na gut. Oh, ich schau mich jetzt hin. So, Nummer 4. Es bestätigt sich, wir sind bei 213 Wattstunden, ich habe es schon mal eingeschrieben, 212 für uns, und wir waren bei 215. Also wird nicht mehr besser, ne? Im Gegenteil, sogar eher schlechter. Also Maiko, nochmal, MikeTech seiner ist jetzt definitiv, bei der Batterie geht es nicht weiter. Gucken wir dann mal am Ende vielleicht noch, aber da ist es erstmal raus. Ja, nicht schlecht, der Specht. 541. Das ist, ist nochmal besser geworden bei der Nummer 7, würde ich sagen. Da ist noch 50 besser, da können wir fast noch einen Durchgang machen, hä? Würde ich sagen. Krass. Richtig gut. Also die zwei sind auf jeden Fall schon mal wieder top. Jetzt wollte ich gerade Multimeter anklemmen. Ah, da hat er eine Spannungsanzeige. 12 Volt. Ja, das ist das Ding vom Segel und dort. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Potti. Oder? Das ist ein Schalter. Ich mach nichts. Er hat gesagt, er hat alles eingestellt. Ich mach hier nichts. Jetzt bin ich hier angekommen. Scheiße. Nein! Ist das ein Schalter oder ein Buddy? Warte mal. Mal gucken. Vielleicht ohne Sicherung. Was sind das? Segellampe. Ja, gut. Lüfter läuft irgendwie noch nicht. Ja, ich wollte euch einfach mal beim Anklemmen hier, erster Anklemm-Dings, mal dabei haben. Geht auf 14, ach Quatsch, 14, 12, 5, 12, 8, 12, 9. Die Spannung sehen wir ja halbwegs und wir gucken mal, ups, die Ampere, ja, hat er gesagt, genau, ungefähr 3 Ampere. Wenn ich hier messe, habe ich wahrscheinlich die 3 hier, so rum. Naja, fast. Gut. Also das passt. Er hat aber gesagt zu mir, ich soll ein bisschen mit der Ladeschlussspannung aufpassen, weil das Ding halt zum Regenerieren gedacht ist.
Also ich interpretiere das jetzt mal so, dass das ein Regenerierladegerät ist, von, ne, dass man halt einen Akku, der Schrott ist, regeneriert und dann wieder in seine PV-Anlage einbaut oder was weiß ich. Ne? Na gut, lass uns mal rödeln. Ich werde natürlich ein bisschen das beobachten. Ich klemme jetzt noch mal das Ostsee an und ja, 3 Ampere ist auf jeden Fall jetzt mal so erstmal mit der Stärkste. Also mit 3 Ampere habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber wir sehen schon, Spannung knallt ziemlich hoch. Naja, ich klemme jetzt mal das Ostsee an und wir gucken mal, wie das Ganze auf dem Ostsee aussieht. So, hier haben wir das Bild. Machen wir mal Stopp. Oh, jetzt hinten gerade eine Ecke. So sieht es schon schön aus. Wir sind bei 200 Millivolt. Achso, tun wir mal speichern. Also ich, das ist total scheiße hier mit dem Bildspeicher. Ich kann die nicht beschriften. Ne? Ich weiß ja gar nicht mehr, welcher zu welchen gehört. Ne? Ich muss mir mal das Video angucken und dann kann ich den Screenshot einblenden. Also wenn ihr die unbedingt haben wollt, das sagt nochmal Bescheid, aber ich, das ist irgendwie kacke. Wäre schöner, wenn man das beschriften könnte. Na egal, auf jeden Fall 508 Kilohertz, nee, 508 Hertz. Hertz, nicht Kilohertz, okay. Und ja, die Form haben wir. Mal ein bisschen reinzoomen. Oh. Das ist interessant, ne? Das ist jeder... Jeder irgendwie macht was anderes mit den Batterien, ne? am Ausgang. Das ist schon interessant. Da ist 600 Hertz, 200 Millivolt ungefähr. Und da sind wir hier bei 700 Millivolt schwanken von 1 zu... Huch. Ja. Plus 400 Millivolt und minus 296. Naja gut, habt ihr das auch gesehen? Können wir nochmal laufen lassen. Naja, 5-600 Hertz. Interessant. Na gut, dann laufen wir mal rödeln. Mal sehen, was er macht.